Zum dritten Mal geht es jetzt schon gegen Max 17 Unterschied 10. Einmal gewonnen, einmal verloren. Mal schauen, wie es heute läuft. Bei einer weiteren Folge von Daily Quiz Duel natürlich. Und ich denke, wir können gleich einstarten in Runde 1. Und da haben wir zur Auswahl Comics, Wunder der Technik oder Rund um die Welt. Wie heißt die Hauptstadt des australischen Bundesstaates South Australia, Perth? Adelaide, Hobart oder Melbourne? Es müsste Melbourne sein, es ist Adelaide, okay. Noch nie gehört. Wo genau liegt Neuseelands Hauptstadt Wellington? Norden der Nordinsel, Norden der Südinsel, Süden der Nordinsel oder Süden der Südinsel? Norden der Südinsel, aber es war das Süden der Nordinsel. Etwas verwirrend. In welcher Stadt liegt der Tahrirplatz? Kairo, Casablanca, Damaskus oder Tel Aviv? Das ist Kairo. 1:0 bin ich also vorne gegen Max 17 Unterschied 10 im dritten Duell schon gegen ihn. Runde 2 Kinofilme kann ich persönlich nicht so. Wer war der Vorgesetzte von John Rambo? Colonel Troutman, Colonel Custer, General Troutman oder General Custer? Da habe ich geraten. Bei welchem gemeinsamen Interesse treffen sich Harold und Maude im gleichnamigen Film regelmäßig und fanden so zueinander? Autoren oder nein, Beerdigungen. Wer spielt die Hauptrolle im Kinofilm The Wall of Wall Street? George Clooney, Al Pacino, Leonardo DiCaprio oder Brad Pitt? Das war Leonardo DiCaprio. Nach 200 steht es also 1:1 unentschieden, alles wieder auf Anfang. Jetzt geht es weiter mit Runde 3 und ich nehme natürlich Sport und Freizeit, da gibt es keine Diskussion. Was ist kein Begriff im Bowling? Strikes, Bears, Spoiler oder Split? Das ist Spoiler. Der Gewinn welcher Meisterschaft gelang Dirk Nowitzki als bisher einzigen Deutschen? NBL, NHL, NBA oder NFL? Das ist die NBA natürlich. Welcher Spieler fügte Michael Ballack im Mai 2010 durch ein Foul eine Verletzung zu, aufgrund derer er die WM 2010 verpasste? Kevin Prince-Boateng, Steve Finnen, Ahunda Didande oder Martin Skrtel? Das war Kevin Prince-Boateng tatsächlich. Weiter geht's gegen Max 17 Unterschied 10 und ich bin tatsächlich 3:4 hinten nach 3 Runden. Und jetzt geht es erstmal weiter im Labor Runde 4. Welche der folgenden ist keine Mondphase? Offenmond, Vollmond, Neumond oder Halbmond? Das ist der Offenmond. Die anderen Mondarten gibt es alle. Welcher Planet unseres Sonnensystems ist 318 mal schwerer als die Erde und besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium? Mars, Venus, Jupiter oder Saturn? Das war der Jupiter, okay. In welcher Einheit wird der Lichtstrom gemessen? Candela, Lux, Watt oder Lumen? Lumen, ja. Und auf einmal ist Max hier stark geworden. 103 und 104, ziemlich zwei richtig starke Hunde von ihm. Hunde 1 und 2 waren da jetzt eher, ja, nicht so gut von uns beiden. 5:7 hinten nach 4 Hunden. Ich muss mich also jetzt wieder ein bisschen anstrengen. Zeugen der Zeit draußen im Grün oder glaube in Religion, da nehme ich draußen im Grün. Das Hauptnahrungsmittel des Walhais ist Krill. Was ist das genau? Krebstiere, Seegras, kleine Fische oder Korallen? Das sind Krebstiere. Wo treffen sich die amerikanischen und europäischen Aale zum Laichen? Bermuda-Dreieck, Sargasso-See, Kattegat oder Golf von Mexiko? Das ist tatsächlich die Sargasso-See. Welche der folgenden ist keine Pflanze? Kleiner Vogelfuß, Felsenblümchen, Margerite oder Iguanodon? Ich habe auf Felsenblümchen getippt, das waren dann die Iguanodon, oder wie man das ausspricht. 6:8 bin ich also hin gegen Max 17 Unterstrich 10. Und ich denke, das war's dann auch. Das gibt mal wieder eine Niederlage. Weil TV-Serien kann ich ehrlich gesagt nicht so gut. Welche Farbe hat die markante Regenjacke, welche die Hauptfigur Jonas in der deutschen Netflix-Serie Dark meistens trägt? Ich schaue kein Netflix, deswegen weiß ich natürlich, kenne ich die Serie nicht und weiß es auch nicht. Wie heißt der Butler in der Serie Die Nannies? Miffy, Niles, Geoffrey oder Miles? Wie hieß
Roseannes Ehemann in der gleichnamigen Fernsehserie Tom, Dan, Dick oder Tony? Das war Dan, ist sogar richtig. Und am Ende fehlt dann wieder mal eine Frage, eine richtig beantwortete Frage fehlt. Hätte man vielleicht machen können, wenn nicht sogar müssen, aber es ist irgendwie bei Daily Quiz immer so, dass ich um eine Frage, ja, verliere. Dieses Mal schon wieder. Mal schauen, wie es dann morgen weitergeht bei einer weiteren Folge von Daily Quiz. Also dann bis zum nächsten Mal und ciao.